passiert, wenn man zum Vampir wird? Und die ganze Nachbarschaft infiziert. Doch das ist nicht alles, was wir heute machen, Freunde. Wir versuchen nämlich, den König der Vampire, den wahren und einzigen Vladislav Strahl, vom Thron zu stoßen. Das hier ist Anna. Und Anna ist das beliebteste Mädchen der Schule. Sie ist lustig, hilfsbereit und fleißig. Wir sind mit Anna auch gerade in der Schule. Und haben Deutschunterricht. Wow, wie spannend. Das denken sich Annas Mitschüler wohl auch. Sie ist nämlich die Einzige, die pünktlich ist. Dafür gibt es definitiv einen guten Nudelstern. Nach dem nehmen wir Anna direkt wieder weg. Sie trifft jetzt nämlich auf den Meistervampir Flan. Und der wird auch nicht lange zögern. Und wird sie einfach direkt in einen Vampir verwandeln. Und so verwandelt sich unsere süße liebe Anna in einen blutrünstigen Vampir. Und mit diesem Look gehen wir jetzt direkt auf Angriff. Und da frage ich mich gerade,